Seit meinem letzten Video über das Suchen der Abwurfstangen des Rotwildes sind einige Jahre vergangen. In Zeiten der Corona-Krise ist es gespenstig ruhig im Ilsetal. Auf meinem Weg begegnen mir heute kein Wanderer, kein Biker überholt mich und nur ein einziger Jäger fährt mit seinem Jeep an mir vorbei. Auch die Arbeit der Holzfäller ruht an diesem Samstag. Nur das Brummen eines Hubschraubers ist aus der Ferne zu hören und ganz nah das Rauschen der Ilse. Ich biege von der Forststraße ab und schon verschlingt mich die Wildnis. Nur noch das Zwitschern der Vögel, die den Frühling begrüßen, und den Wind, der die toten Fichten knarren lässt, kann man noch hören. Es sind die Geräusche des Waldes. Langsam bewege ich mich durch das unwegsame Gelände. Guckt euch diesen Ast an. Sieht das bizarr aus. Da liegt eine Stange. Das ist ein. Leute, guckt euch das an. Die Krone einer Stange. Von hier aus ist zu sehen, dass sich das wohl um eine alte Stange handelt, die nicht gefunden wurde. Aber die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, von hier aus komme ich gar nicht ran. Ich muss erst mal ein bisschen zurückgehen und dann unterhalb des Baumes hin. Die ist auch von unten nicht zu sehen, da bin ich vorbeigelaufen. Guckt an, da ist sie. Da liegt sie. Da liegt sie. Hey, da ist schon ein Baum draufgefallen. Die liegt schon mehrere Jahre. Abgefressen. Ganz klein bisschen. Thank you.
Der ist jetzt bestimmt schon 2 Jahre älter. Schon weit. Ja, zur Yacht geht hier schon lange keiner mehr. Und da ist die nächste umgeworfene Kanzel auch schon jahrelang verrottet. Ein Wildwechsel. Und was ihr im Hintergrund rauschen hört, das ist die Ilse. Starker Wechsel. Sehen auch die Spuren hier. Frisch. War es das nun mit meinem Ausflug am Samstag, als die Corona-Krise das Ilsetal entvölkerte? Nicht ganz. Erinnert ihr euch noch an den dritten Teil meiner Hirschstangensuche-Videos und an dieses Bild aus dem Jahre 2017? Schon auf dem Heimweg mit der gefundenen Stange in der Hand schwante mir, dass es sich wieder um diesen Hirsch handeln könnte. Und was soll ich euch sagen? Es passt. Da die gefundene Stange bereits 2018 oder 2019 abgeworfen wurde, ist der Hirsch inzwischen 7 Jahre alt. Vielleicht bleibt er ja noch in diesem Revier und schreibt seine kleine Geschichte etwas weiter.